Nachdem die SG Bietigheim-Bissingen in Schwarz vorige Woche schon im DHB-Pokal für ein Ausrufezeichen gesorgt hatte, bewiesen die Schwaben auch zum Ligastart ihre starke Frühform und siegten bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 26-23. Im Duell der beiden Top-Teams erwischten allerdings die Niedersachsen den besseren Start. Nach 6 Minuten gingen die Hausherren durch Jürgen Robar bereits mit 5-1 in Führung. Dank Rückraumschütze Robin Haller, der die ersten 4 Treffer für seine Farben erzielte, blieb Bietigheim aber im Spiel. Beim 9-8 von Tim Dahlhaus kurz vor Ende der ersten Halbzeit drehten die Gäste die Partie sogar erstmals. Davon zeigten sich die Gastgeber zunächst unbeeindruckt. Nordhorn hielt dagegen und markierte durch Lutz Heini den letzten Treffer des ersten Durchgangs zum 11-11 Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis die Nordhorner Deckung in der 37. Minute empfindlich geschwächt wurde. Abwehrchef Luca de Boer kassierte seine dritte 2-Minuten-Strafe und musste vom Feld. 10 Minuten vor Spielende dann die Entscheidung. Der starke Bietigheimer Schlussmann Aaron Edwardson entschärfte 2 gute Chancen der Gastgeber in Folge und Christian Schäfer stellte im Anschluss mit seinem 7. Treffer der Partie auf 25-22. Diese Führung der Gäste hielt bis zum Ende.